Ich bekomme ziemlich viele Bücher zugeschickt und ich muss zugeben, dass bei mir da drüben im Arbeitszimmer ein ziemlich großer Stapel liegt von Büchern, die ich noch nicht gelesen habe. Aber dieses Buch, worüber ich mit der Autorin Hanna-Maria Olbricht sprechen möchte, das war vielleicht vom Format auch her schon besonders. Und ich liebe Geschichten. Und die Geschichte von Robos Wanderung, nämlich Wurzelgeschichten, möchte ich mit der Autorin Hanna-Maria Olbricht jetzt sprechen. Ich heiße euch herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV und jetzt geht's los. Ich grüße dich, Hanna-Maria. Du kommst ja hier aus dem Osten Deutschlands, habe ich mitbekommen, aber lebst jetzt mit deinem Mann in der Schweiz. Jawohl, genau. Seit zehn Jahren. Mhm. Und das geht so einfach. Als nicht, also nicht EU-Land, das geht so einfach. Toll. Ja, es geht ganz einfach. Man muss sich denn einfach nur mit den Gepflogenheiten des Landes einfach vertraut machen. Ja. Und ein bisschen Schweizerdeutsch lernen. Ja, aber eher mehr so das Verstehen, weil die Schweizer habe ich oft das Gefühl, dass sie es gar nicht so mögen, wenn wir versuchen, Schweizerdeutsch zu reden. Ah, okay. Also, weil wir sie nicht richtig über die Lippen bringen. Ja, andere Stimmen gehört, ein Banker oder also in der Bank, der musste Schweizerdeutsch lernen. Ja? Okay. Bisschen. Also die Kinder in der Schule, die fragen mich jetzt immer. Die sagen mal, ja, jetzt machen wir mal Schweizerdeutsch-Woche und dann musst du jetzt die ganze Zeit Schweizerdeutsch reden. Und ich sage, okay, wenn ihr mir das beibringt, können wir das gerne machen. Dann haben sie Spaß dran, mir die Wörter beizubringen. Jetzt immer die Zuschauer nicht länger auf die Folter spannen. Ich halte es mal in die Kamera, um welches Buch es geht. Es geht um die Wurzelgeschichten Robos Wanderung. Und deine Tochter hat die Bilder gemalt dazu. Mhm. Genau. Richtig toll. Wie ist es zu dieser Geschichte gekommen, die mich, muss ich aber zugeben, tief berührt hat? Und ich habe es dir ja kurz geschrieben, hätte Lust, wirklich die einzulesen als Hörbuch. Mhm. Weil es ist mehr als ein Märchen, ja. Ja, genau. Also es ist zu der Geschichte, dass es gekommen, ich war viel im Stress von der Arbeit her und habe bei uns am See, es gibt so einen Wanderweg rund um den See und da sind so verschiedene magische Baumgruppen. Die sind einfach irgendwie einfach schön. Das sind immer so 3-4 Bäume umeinander herum und die sind immer wie so Familien. Ja. Und eine besondere Gruppe ist eben um diesen Eichbaum. Der ist riesengroß, ein riesengroßer Eichbaum. Und um ihn herum sind so Fichten. Und die machen so ein schönes Dach so drumherum. Und ich bin abends immer von der Arbeit gekommen und dann habe ich mich oft da einfach unten drunter gesetzt auf die Wurzeln und habe einfach den Tag abfließen lassen und habe dort auch aufgeräumt. Da lagen eben auch viel Müll rum und so. Und ich hatte das Gefühl, dass je mehr ich mich da verweilt habe, dass ich da immer wie immer mehr in einen geschützten Raum gekommen bin. Also dass auch je mehr ich für diese kleine Baumgruppe getan habe, desto mehr wurde mir dort gezeigt. Und die Vögel sind gekommen und haben dann plötzlich in den Zweigen gesessen. Und es war wirklich so eine ganz harmonische, es wurde immer harmonischer mit mir und dieser Baumgruppe. Und irgendwann habe ich dann da gesessen und habe einfach, ich weiß gar nicht wie lange, es war einfach nur schön. Und plötzlich hatte ich so das Gefühl, es öffnet sich ein Raum und dann standen die Wurzelwesen vor mir. Und die haben mir dann ihre Geschichte erzählt, wie der Baum dorthin gekommen ist und überhaupt von dem, ja, von der Natur und von dem Elend der Bäume schlussendlich auch erzählt, was jetzt gerade da passiert. Also, und das hat mich auch natürlich berührt. Und sie haben dann gesagt, du schreibst jetzt diese Geschichte einfach auf. Du kannst die Bilder, die wir dir übermitteln, du schaffst es, die in Worte zu fassen, dass die Menschen sie verstehen.
Und dann habe ich auch gefragt, ja, ist es denn, wie ist es denn? Ist es jetzt eine wahre Geschichte oder wie wird das jetzt? Und dann haben sie gesagt, du machst das dann schon, es kommt alles gut. Wir erzählen dir einfach, wir liefern dir die Bilder. Und das war dann auch ein spannender Prozess. An dem Tag war noch, ist noch gar nicht viel passiert, außer dass sie mir ihre Wurzelreich gezeigt haben, ihre kleine Wohnung, mir kurz auch ein bisschen erklärt haben, was Wurzelwesen, was überhaupt ihre Aufgabe ist. Und dann habe ich natürlich auch noch gefragt, ja, gibt es auch noch an anderen Pflanzen so eine Wurzelwesen oder sind die nur für die Bäume da? Und dann haben die eben mir das erzählt, dass jede Pflanze so einen Hüter hat. Also auch die kleinste kleine Pflanze hat eben so einen kleinen Hüter. Und die Einhüter, die wissen, dass sie eben auch wieder sterben müssen, also ihre Pflanze sterben wird zum Winter hin. Aber das sind die, wie, das kennen die, sie müssen einfach immer durch diese Trauerphase durch und dann Frühling geht es ja wieder neu los. Dann haben sie ja wieder einen neuen Samen, mit dem sie sich verbinden können. Und bei Bäumen ist es eben anders. Und das hat der mir, das war ihm das Wichtigste von diesem Wurzelwesen, ja, als Anliegen. Weil ihre Pflanzen sind eben so langsam wachsend und die brauchen so viel Zeit, bis sie groß sind. Und durchlaufen verschiedene Phasen auch der Gefahr. Also kommen ja die Tiere und fressen sie gerne, weil sie noch so schön süß schmecken. Und ja, und bis so ein Baum wirklich groß ist, braucht es viel Energie und so. Und das fand ich dann so berührend. Ich sagte, na gut, ich versuche es. Und dann haben die mir im Laufe von 2 Jahren, haben die mir die Geschichte so Kapitel für Kapitel sozusagen überliefert. So, und dann habe ich immer, wusste ich, oh, jetzt kommt es, dann musste ich das schnell aufschreiben alles und in Stichworten und dann habe ich es nachher versucht. Also es ist schwierig, so eine dreidimensionalen Bilder, wenn man das alles so bekommt, das irgendwie in Worte zu fassen. Also es ist gar nicht so einfach. Ja. Und dann war ich dankbar, dass meine Tochter das begleitet hat mit ihren Bildern. Also sie hat dann den Text gelesen und hat es dann in Bilder umgesetzt und dann konnte ich sehen, ah, ich bin auf das, was ich überliefert bekommen habe. Und was ich geschrieben habe, geht übereinander oder aber ich muss korrigieren. Ja. Aber am Text musste ich oftmals gar nicht so viel korrigieren, weil der war ja so nachher möglichst, also Naturwesen sind ja nicht wie wir Menschen emotional, sondern die sind ja, na, wie soll ich sagen, die machen nicht so ein Drama aus den ganzen Geschichten. Da passiert was und dann müssen sie handeln. Mhm. Und in dem Moment, wo ich angefangen habe, immer irgendwie wie zu vermenschlichen, ja, so, wenn man sagt, ja, ja, und dann so die Liebesgeschichte oder wie auch immer aufzubauschen, dann hat es nicht mehr, ich stimmt, dann ging es nicht mehr. Dann halt sofort war der Fluss zu Ende und dann wusste ich, aha, alles klar, ich bin abgeschworfen, sozusagen. Ja. Wie kam dir das damals denn vor? Also, ich hatte ja schon mal einen Studiogast, die mit Bäumen gesprochen hat, also mit Bäumen und Pflanzen. Mhm. Die mit ihr, die haben den Kontakt aufgenommen. Dafür muss man ja erstmal generell offen sein. Ich sag mal, jemand, der in der Waldorfschule zum Beispiel groß geworden ist, und das bist du sicherlich nicht, der gab es, glaube ich, keine Waldorfschule. Also wer in der Waldorfschule groß geworden ist, der weiß, dass die Natur beseelt ist. Ja, oder dass sozusagen, ich glaube, also jede Pflanzenart hat mir jedenfalls mal ein anthroposophischer Waldforscher gesagt, jede Pflanzenart ein Wesen hat was, also ein Geistwesen, ja, sich um eine Pflanzenart kümmert. Von den Wurzelwesen hatte ich damals noch nichts gewusst. Und der Mensch, eben jeder Mensch ist ein Geistwesen, wie eine ganze Tierart. Das habe ich damals von dem Waldforscher, also anthroposophisch. Wie kam es bei dir zu dieser Durchlässigkeit? Du hast jetzt eben, also Durchlässigkeit für diese Form der Wirklichkeit, mhm, ja, die ja jenseits dessen ist, wie du hier extrem im Osten, aber auch wir drüben im Westen erzogen wurden, also materialistisch, nur das, was wir sehen, messen, anfassen können, das existiert. Also wie war dein Weg zu dieser Durchlässigkeit? Also erstmal bin ich im Raum Potsdam groß geworden. Das hört man, ja. Ja,
Und zwar in Kaput, Gelto, das viel Havel, viel Wasser, viel Wald. Und ich war halt als Kind viel allein auch unterwegs draußen, weil ja, Freunde hatte ich nicht so viele, die sind mit mir und meinen Wesen nicht immer so schlag gekommen, hatte ich den Eindruck. Also jedenfalls habe ich immer gedacht, ich muss mich von denen absondern. Sie waren so. Und dann habe ich mich halt einfach oftmals im Wald bei uns, das war so wie der Ort, wo ich dann meine, ja, mein Ärger und meine Wut einfach, die ich als Kind hatte, einfach auch ablegen konnte, abstreifen konnte. Also es war von Kindheit an, wir hatten auch einen großen Garten, der war immer wie so ein magisches Paradies eigentlich. Und da war auch ein großer großer Haselnussstrauch, der war riesengroß und da war wie so eine Laube. Man konnte so, also ich als Kind bin immer da unten drunter auch, unter diesem Bauchbusch und habe da ganz oft drin gesessen, da war auch Eichhörnchen zu Hause. Und da war ich ganz oft drunter. Und ich weiß noch, einmal, da war ich 5, da war mit meiner Oma bei Peter und der Wolf ein Theaterstück. Und das war so ein Mitmachstück. Und da durfte ich halt mitspielen als Vögelchen als 5-Jähriger als Vögelchen auf die Bühne. Und von da an war ich immer ein Vogel. Also ganz lange, lange, lange Zeit war ich immer ein Vogel und konnte auch mit den Vögeln reden. Also so, das ist so als Kind. Und dann nachher war es aber, ja, wenn man dann älter wird, ich war dann Seglerin, bin viel herumgereist, habe viele Länder besucht mit der Segelei und habe einfach immer gespürt, die Verbindung zur Natur, zum Wasser, ist nie weggegangen. Die ist immer da geblieben. Ich wusste immer, wenn ich nach Hause gekommen bin aus von irgendeiner langen Reise und dann einfach nur geatmet habe, dort die Wälder und die Luft, dann wusste ich so, jetzt bin ich zu Hause. Und das Spannende ist, hier am Greifensee, wo wir jetzt wohnen, ist die Luft fast ähnlich. Also der hat auch Algen, so wie die Havel. Und wir haben hier die Gärten, aber auch Wald. Und manchmal kommt dann so ein Hauch. Ah, das riecht wie Potsdam. Ich kann es nicht sagen. Also die Verbindung, also auch zu den Buchenwäldern. Und in Gelto ist ein ganz großer, schöner Buchenwald, der dann so ganz golden wird. Und als ich dann 15 war, haben meine Eltern den Herrn der Ringe und die Hobbit-Bücher gehabt. Und es war dann so, wir waren dann so eine geheime Gruppe, weil es war ja verboten in der DDR, durfte man den ja nicht lesen. Und wir haben einfach gelesen. Und es war dann so, ja, da gab es natürlich die ganzen Pflanzen lesen und die Bäume. Und dann haben wir immer die Bäume studiert. Wie sehen sie denn aus? Ah, da ist wieder der End und da ist wieder der End. Und so ist es einfach immer erhalten geblieben, so diese Magie. Auch durch deine Eltern? Ja, die haben, wir waren viel, viel unterwegs, auch eben, meine Eltern sind auch Segler und so wurde das einfach immer ein bisschen in mir so wachgehalten. Das ist nie, also ich habe es auch nie groß jemandem anders erzählt, es blieb immer so in der kleinen Gruppe, damit es eben nicht kaputt gemacht wird. Und ja, und dann mit der Wende, also ich sage mit Mauerfall und die ganze Veränderung in der Gesellschaft. Aber das ist geblieben. Es war immer wie ein Halt. Ich kann es gar nicht genau sagen. Also es war immer so ein, eine Wurzel. Eine Wurzel, die mich dann doch durch die ganze Zeit getragen hat. Die Natur. Und ich wusste, ich habe mich auch immer für Indianer und für ihren Naturspiritualismus oder Spiritualität mit interessiert, habe viele Indianergeschichten gelesen, mich viel mit der indianischen Mythologie beschäftigt. Und es ist so, kommt dann alles so zueinander und dann war es einfach, ja, und jetzt war es einfach Zeit und reif, dass man da plötzlich die Grenze überschreitet. Also. Ja. Um ganz kurz eine Parenthese sozusagen zu machen, wie war denn dann deine Schulzeit, wenn du so sozusagen verrückt neben der normalen offiziellen oder staatlich vorgegebenen Spur warst. Also, bist du da völlig angepasst, durchgeflutscht, weil du vielleicht eine große Auffassungsgabe hattest und denen gegeben hast, was sie hören wollten? Oder? Also ja.
Also ich muss sagen, meine Eltern haben mir wirklich viel Freiraum gelassen. Also wir waren auch wirklich Freigeister ein Stück weit. Also wir haben, also von meinen Eltern her, das war auch für sie immer das Refugium, von der Arbeit, zack, weg, raus, nach Hause in den Garten und dann war man da in seinem Reich. Da konnte nichts passieren. So. Und bei mir in der Schule, mir ist Lernen nicht schwer gefallen, ich muss mich nicht anstrengen oder so. Es war einfach, ja, ich bin halt gerne zur Schule gefahren. Also der Weg hin zur Schule ging immer in Kaput über die Fähre oder über die Brücke. Ich bin viel nachher zum Segeln gefahren, musste man auch immer mit dem Fahrrad überall hinfahren. Es gab ja noch nicht so viele Autos und so. Und die Schule war kein Problem. Ich bin dann nachher mit 15 nach Berlin gekommen, an die KJS, an die Kinder- und Jugendsportschule. Und die Berliner zu der Zeit, 85, waren schon ziemlich anders drauf. Also die Berliner Jugendlichen, als ich dann noch so ankam, ja, und es ist doch toll, wenn die Jungs mit 3 Jahren zur Armee gehen. Und die immer, hallo, 3 Jahre zur Armee, ich doch nicht. Ich bin noch nicht, überhaupt, Wehrdienst geht gar nicht. Und also da bin ich schon nochmal aufgewacht. Also da war nochmal eine ganz andere Welt als bei mir, die Dorfschule sozusagen. Ja. Und die haben mir, die Berliner Segler, die haben mir da recht nochmal den Kopf ein bisschen zurechtgesetzt, was das Politische betraf. Aber dadurch war es auch okay, ich bin wach geworden, was auch das Politische betrifft. Und bin aus meinem Paradies sozusagen, aus meinem Heimatparadies so ein bisschen rausgezogen worden, dahingehend, hey, mach mal die Augen auf, was passiert hier eigentlich gerade. Und ich muss auch sagen, also immer, egal, ich hatte mir das so gewünscht, an den Sportclub zu kommen. Ich wollte Olympiasiegerin werden. Ich wollte im Segeln Olympiasiegerin werden. Und das war so ein ganz großes Ziel. Und damals hieß es, 1980 hieß es, na, Frauensegeln gibt es nicht. Mädchen können nicht. Na, die sind doch so blöd. Wieso geht das nicht? Und 5 Jahre später ging es. Dann wurde das plötzlich, ich hatte mir das so fest gewünscht und dann bekamen wir die Einladung. Und also in meinem Leben hat sich ganz viel so entwickelt. Dann hatte ich irgendwann, ich wollte unbedingt zu Niagara-Fällen, weil da meine Lieblingsindianer lebten. Da wollte ich unbedingt hin. Und dann kam 1989 der Mauerfall und dann konnte ich dahin reisen. Also es war wie so immer eine Perle nach der anderen, fädelte sich auf die Kette und es kam so, wie ich es gerne gewollt habe. Und dadurch bin ich nie in irgendeinen Zwang gekommen in dem Sinne. Ja. Ja. Lass uns jetzt nochmal zum Buch kommen. Wurzelwesen. Was sind Wurzelwesen und welche Aufgabe haben Wurzelwesen? Weil ich frage jetzt, ich bin jemand, der gern in Analogien denkt. Mhm. Und wir Deutschen sind ein Volk, was in den letzten 75 Jahren erzogen wurde, die Wurzeln nicht zu achten. Mhm. Ja, oder sogar abzuschneiden. Mhm. Ja, weil die ja schlecht sind, wie auch immer. Und deswegen finde ich das von der Zeitqualität jetzt, sich zu besinnen, unsere Wurzeln, so spannend, dass du ausgerechnet in diese Zeit ein Buch über die Wurzelwesen schreibst. Also, was ist ein Wurzelwesen? Und vielleicht jetzt bei Robur, mit Roba einfach angefangen, der Hauptfigur in deinem Buch. Sie haben sich bei mir so vorgestellt. Also im Grunde genommen kann man sie nicht sehen. Also sie sind Geistwesen, wie du gesagt hast. Und ich finde es ganz spannend, der Wolf-Dieter Stoll, der hat jetzt gerade dazu spannenderweise auch was gemacht zu Pflanzen und ihren Wesenheiten. Und er sagte, bei ihm ist es, dass sie die Pflanze umhüllen. Und für mich stellte sie sich das wieder, aber dass sie Wurzelwesen in der Wurzel, also in dem kleinen Teil, wo die Wurzel in den Stängel übergeht. Dort, wo die Wurzeln in die Erde gehen, da ist wie so eine Übergangsstelle. Und dort ist wie das Herz.
oder das, der Pflanze. Und ganz spannend, während ich das Buch eben geschrieben habe, kam auch irgendwann, die Wissenschaftler haben gesagt, sie könnten den Herzschlag eines Baumes messen und hören sozusagen. Und da dachte ich mir, ja, wie cool ist das denn? Also die, sie haben mir einfach gezeigt, dass es dort an der Stelle gibt es eine ganz sensible, eben so eine Schwellenenergie. Dort geht es vom auch das Feinstoffliche mit dem Grobstofflichen ineinander über. Und sie sind sozusagen in ihrer Aufgabe dafür da zu sorgen, dafür zu sorgen, dass die Pflanze mit allem, was sie braucht, ja, versorgt ist. Also sie haben ein Stück weit wirklich die Hüteraufgabe. Sie hüten diese Pflanze und sorgen dafür, dass die Kommunikation der Pflanzen auch mit anderen Pflanzen fließt und funktioniert. Also sie haben mir wirklich auch erklärt, also wenn in einem Wald, also jetzt die letzten Sommer war es ja sehr trocken. Und wenn so ein Wald austrocknet und der Boden, gibt es immer noch Senken, wo immer noch Wasser ist und so. Und in einem gesunden Wald kann dann eine Baum- oder Pflanzengruppe, die dort lebt, noch viele andere Bäume über ihre Wurzeln und so weiter erreichen. Also die nähren sich so und unterstützen sich so, dass möglichst alle Bäume noch was abbekommen. Und auch alle Pflanzen, sodass oder auch der Ruf kommt, okay, wir müssen jetzt einfach Energie wieder zurückziehen in unser Herz, damit das Herz weiter erhalten bleibt. Also die ziehen dann auch, die Wurzelwesen ziehen auch die Energien in diesen kleinen Ballen zurück, wenn sie spüren, okay, wir müssen dieses Herz, es muss erhalten bleiben. Wenn mal was ist, kann der Baum aus dem heraus nachher wieder was, die neue Energie hochleiten. Und ja, das ist so ihr Job. Also, so habe ich das verstanden. Das heißt, Sie sind ganz eng mit dem Myzel im Waldboden verbunden, weil ja. Also Mykorrhiza, wie man sie nennt, die ja im Prinzip eine Verlängerung der Wurzeln sind. Ne? Jawohl. Und für die Kommunikation verantwortlich sind mit den anderen Bäumen. Richtig. Ja, aber nicht nur mit den Bäumen, auch mit den Pilzen, ja. Mit den Farnen, mit allem, was so wächst. Mhm. Und sie geben auch Informationen weiter. Also Informationen, wie man, wenn jetzt jemand in der Baumwaldfamilie herausgefunden wird, dass dort eben zum Beispiel bei der Borkenkäfer, weil das jetzt so eine große Plage war. Der Borkenkäfer an sich ist ja nicht böse, sondern er zeigt einfach nur auf, dass dort jetzt was mit dem Wald passiert, was nicht gut ist. Und solange wie der Wald gesund ist, kann er diese Bäume, die der Borkenkäfer befällt, sozusagen wie umgrenzen, sodass sich das nicht weiter ausbreiten kann. Und er schickt wirklich, er sagt dann, okay, wir brauchen dort jetzt Pflanzen. Und dann sind auch die Eichhörnchen und die Mäuse. Und dann sind die alle unterwegs und bringen Samen dorthin, sodass dann die Pflanzen dort wachsen können. Also in einem Umkreis. Also sie machen wirklich ein Feld um diesen Herd herum, sodass der Borkenkäfer dann nur dort bleibt und nicht den ganzen Wald befällt. Aber weil wir nun mal alle so eine eintönigen Wälder haben häufig, gibt es diese Vermischung nicht mehr. Diese Pflanze, die den Borkenkäfer weghalten würde, ist einfach nicht mehr da. Die ist in dem Wald nicht präsent, weil sie das Milieu nicht mehr hat. Und auch die Tiere sind da nicht unbedingt da, die dann transportieren könnten. Und dadurch kann der sich ausbreiten, immer mehr unbegrenzt. Also so, das war so eine Erklärung, wie das nachher funktioniert. Und jetzt mit Robur speziell mit seiner Wanderung, das ist mehr wie der Märchenanteil an der Geschichte. Also die Eichhörnchen tragen ja die Nüsse und so durch die Gegend. Und das ist so mehr eine Verkörperung eines Geistwesens. Ja, damit wir Menschen das verstehen, dass da was lebt und eine Seele hat. In den Pflanzen. Also im Prinzip ein Plädoyer, dass wir Menschen endlich begreifen, dass der Wald ein Ökosystem ist, das davon lebt, eben natürliche Vielfalt
zu haben. Jawohl. Und keine Monokultur. Mhm. Ich bin neulich im Harz spazieren gewesen, im Torfhaus um die Ecke. Das sind Kilometer. Kilometer Fichten abgestorben. Ja. Und da habe ich mir, okay, vielleicht hat das auch seinen Sinn jetzt, uns vorzuführen, dass Monokultur völlig widernatürlich ist. Jawohl, ganz genau. Widernatürlich, dass das kein Wald, ja, als Kind im Harz, dachte ja, okay, Fichten, weil das ist Wald. Ja, im Ostharz, da hat man einen richtigen Wald, also Mischwald. Ja. Ja. Westharz, durch die ganzen Industrialisierung damals über die Jahrhunderte, wurde schnell wachsendes Holz halt angepflanzt, um die Bergwerke da zu betreiben. Und das ist alles degeneriert. Und jetzt stirbt das ab. Und zwar Riesenflächen. Ja. Ja. Und das ist eigentlich gar keine Katastrophe, sondern, also ich sehe es eher als eine Einladung, ja, jetzt wieder den Wald zu dem zu machen, was es ist, ist ein Lebensraum. Jawohl, ganz genau. Und kein Raummetermaß, ja, der Holzindustrie. Ja. Ja. Du hast ja, also du hast gesagt, es gibt auch Märchenanteile. Also du hast Elemente schon hineingebracht, weil du hast Bilder empfangen. Mhm. Das ist richtig. Genau. Du hast Bilder empfangen, so wie manche Menschen, die ja Energien wahrnehmen, mhm, und sozusagen innere Bilder auch haben, die sehr realistisch. Also ich kenne jemanden, die kann Verstorbene wahrnehmen, ja, und kann angeben, was der da anhatte. Und dann stellt sich heraus, dass das genau sozusagen das Markenzeichen dieses Menschen, mhm, war. Ne? Was weiß ich, kariertes Hemd und eine Jeans. Ja? Obwohl die Frau das den nie gesehen hat, nicht gekannt, ja, hat oder so, ne? So. Also innere Bilder, die du dann sozusagen mit dem Element der Wanderung verknüpft hast. Genau. Okay. Mhm. Okay. Weil du hattest noch gefragt, wegen den Wurzeln und so mit Deutschland, so nach dem Bogen. Also ich denke schon, dass das ein Stück weit auch ein Thema ist, vom, ja, die wir Deutsche in uns tragen, mit der Verwurzelung. Ich hatte ja auch gesagt, mir sind die Wurzeln in die, ich sage immer, alte Heimat, sehr, schon sehr wichtig. Und nur der Atem schon. Also wenn ich es einatme und die Luft rieche, weiß ich, ich bin zu Hause. Und wenn der Duft mal hier rüber schwappt in die Schweiz und ich den da spüre, dann ist es auch wieder ein bisschen, ah, Heimat. Und ja, auch der Robo ist ja auf der Suche. Er geht ja los, um den Platz seiner Vision, seines Traumes zu finden. Er hat ja schon in der Eiche sozusagen ja von seinem Platz erfahren, wo er leben darf, wo er seine Kraft zum Ausdruck bringen kann. Und wir Deutschen haben viel, also auch meiner Familie jedenfalls ist es so, da sind viele aus dem Sudetendeutschen, also meine Großeltern aus dem Sudetendeutschen oder aus dem Schlesien, ehemaligen schlesischen Deutschen Reich sozusagen flüchten müssen nach dem Zweiten Weltkrieg und haben eine neue Heimat aufbauen müssen. Und dann kam der Mauerfall und ist wieder ihre Heimat zerbröckelt. Ja, die ist ja wieder abgenommen worden. Wieder ist alles weg. Sie mussten aus ihren Häusern raus zum Teil, weil dann Alteigentümer wieder zurückkommen konnten. Und das hat schon viel in mir gemacht. Und dass wir dann hier in die Schweiz gegangen sind, dem Ruf der Arbeit folgend. Ja, für meinen Mann war das wichtig, dass er eine gute Arbeit findet, wo er mal konstant arbeiten kann. Ist es dann hier auch gewesen, ja, wie schlagen wir jetzt hier Wurzeln, auch für die Kinder? Klappt das für sie? Für meine Tochter zum Beispiel hat das nicht geklappt. Sie musste wieder zurück, sie ist wieder in Berlin. Sie studiert jetzt dort und sie hat hier keine Wurzeln schlagen können. Sie hat aber ganz enge Wurzeln wiederum zu dem Ort, wo wir dann gewohnt hatten, bis wir hierher gegangen sind in die Schweiz. Und
mein Sohn, dem fällt es, ist es leichter gefallen, hier Wurzeln zu schlagen. Der ist jetzt hier rund in der Nähe. Und diese Wurzeln, die wir in uns tragen, das ist so, wo ist der Frieden in uns? Kommen wir in die Ruhe? Wo können wir ein Stück weit unser eigenes Paradies leben? Und das muss nicht unbedingt der eigentliche ursprüngliche Ort sein, wo man groß geworden ist. Es kann auch völlig woanders in der Fremde sein, wenn man sich einfach öffnet für den Lebensraum, in dem man dann da ist. Und man muss dann ganz offen sein. Man muss wirklich sich ganz komplett öffnen. Man muss auch verletzbar sein. Dann geht es. Wenn man das aber Angst hat davor, und das ist leider bei uns ganz viel, also das nehme ich ganz viel wahr bei ganz vielen Menschen, dass sie Angst davor haben. Die ihr Herz verschlossen haben. Ja, sie machen hier zu. Ja. Genau. Und dann gelingt das nicht. Und dann gibt es auch viele, die wieder zurückgehen müssen, die hier nicht bleiben können in der Schweiz, weil sie sich verschließen. Oder wenn ein Brandenburger nach Bayern geht, ich meine, da muss man nicht so weit gehen, man muss ja gar nicht in die Schweiz reisen, das reicht ja schon, oder nach Hamburg, irgendwo im Norden. Also egal, wenn ich mein Platz, wo ich mal gewohnt habe, verlasse und woanders hinziehe, dann habe ich zwar noch ein Gummiband, was mich immer wieder zurückzieht, aber ich muss irgendwie ja schauen, wie ich mich da neu verankere. Und wenn ich das mit Angst mache und mit Vorurteilen, dann wird es schwer. Dann zieht das Gummiband wieder zurück. Wenn ich aber schaffe, mich zu öffnen und mich wirklich voll zu öffnen, dann gelingt es. Dann kann man einen neuen Anker setzen. Und dann hat man zwei Ankerpunkte. Und dann ist man viel mehr verwurzelt. Also das mussten, glaube ich, meine Vorfahren alle lernen. Sie mussten also wirklich, meine Oma zum Beispiel, ihre Familie ist im Harz. Und groß geworden und in Wernigerode. Und sie hat so eine enge Verbindung in den Harz, dass sie hat uns ganz oft mitgenommen in den Harz. Und das ist auch so ein Ankerpunkt geworden, weil ich wusste, da ist meine Oma neu groß geworden. Und ich kenne da fast jeden Flecken im Ostharz, also da hoch und runter, überall. Ich finde, es ist so, und plötzlich werden immer mehr Wurzeln, immer mehr Ankerpunkte. Und dann ist es wirklich wie bei so einem Baum, der hat ja auch seine Wurzeln in alle Richtungen. Kannst du zumindest, ohne viel zu verraten, jetzt mal ganz kurz, kann man dies, weil das die Schweizer Literaturgesellschaft, gibt es das auch in Deutschland? Man kann in jeder Buchhandlung in Deutschland, in der Schweiz und Österreich kaufen. Super. Du hast durch deine Verknüpfung, hast du ja wunderbare Elemente reingemacht, nämlich dieser alte, griesgrämige Wurzelhüter, der erst ziemlich sauer war, dass der Robur da gesungen hat und den jungen Wurzelwesen, die eigentlich wirklich vergessen hatten, wozu sie eigentlich da sind, dass er die aufweckt und so. Und erzähl noch mal von dem Alten. Also so die Mission, ja, von Robur, die dann, sag mal, schon auch deiner Erzählkunst entsprang, nicht den Bildern, die dir die Wurzelwesen gegeben haben. Mhm. Das ist ja völlig egal, aber erzähl mal, das fand ich sehr berührend, ja. Mhm. Ja, das ist so diese die alten Wurzelhüter haben ja die Aufgabe, den Jüngeren einzuweisen. Die wirklich noch ganz jung sind, so wie Robo von seinen Wurzeleltern eingewiesen wurde. Und alles lernen durfte, was sie wussten. Und als er dann in diesen Wald kam, hat er selber gespürt, oh, hier ist nichts Lebendiges. Was ist jetzt hier? Hier ist was, ich komme hier nicht weiter, hier ist kalt. Und er hatte ja die Wahl, er hätte umdrehen können oder wieder weitergehen. Und er hat dann aber, sein Baum hat er schlussendlich die ersten Worte gesprochen mit ihm und hat ihm ja dann den Schwung gegeben, über diese Schwelle hinwegzugehen. Und dann ist er in den Wald gekommen
einfach in seiner Freude und Unbefangenheit, so wie Kinder in die Welt kommen. Sie sind auch unbefangen und unbeschwert und machen einfach. Und dann ringsrum wird plötzlich alles lebendig und dann kommen natürlich die Jungen, die ja auch wie eher noch jung sind und sind interessiert, was passiert da hier, hier ist was Neues und sind neugierig. Und dann hat er wie gespürt, oh, die können das noch nicht, also warum soll ich ihnen die Lieder nicht beibringen, die ich kenne? Und dann kam eben der Alte dazu, der die Erfahrungen alle gemacht hat, eben mit dem Verlust des Baumes, dass es für Schmerzen bereitet, wenn man seine Pflanze verliert, wenn man seine Heimat verliert sozusagen. Und dieser Schmerz, den wollte er einfach den Jungen, er wollte sie davor schützen, er wollte sie davor bewahren, damit sie gar nicht erst in dieses Leiden kommen. Und hat wie gar nicht den Weg gesehen, dass man ja auch den Jungen beibringen kann, dass es okay ist, wenn man etwas verliert. Man kann ja, es braucht einfach wie den Switch, den Wechsel dahin, dass man das annimmt, was jetzt neu ist, was anders ist, was vorher da war. Und dass man ja von anderen Pflanzen das lernen kann. Weil es gibt ja die Pflanzen, die jedes Jahr im Herbst ihre Pflanze verlieren, um dann im Frühling wieder die neue zu bekommen. Und als er das denn gehört hat von dem Jüngeren, konnte er das ja plötzlich annehmen für sich. Und damit war alles gut. Ja. Ja, ich fand also das sehr berührend, weil diese Resignation, ja, die in dem Alten war. Und ich muss dann Dostojewskis, der Großinquisitor denken, ne? Der wurde der Großinquisitor, der Jesus dann festsetzt und sagt, hey, du verlangst viel zu viel von den Menschen und du hast doch das uns übergeben. Nicht, dass der Alte der Großinquisitor, aber vom Wesen her, dass wir durch den Schmerz hindurch und dass der Schmerz, nämlich des Abschiednehmens, dass da was erstirbt, dass das zu unserem elementar auch zu unserem Leben gehört. Mhm. Und was mich eben noch sehr, sehr berührt hat, eben, dass es um die Lieder ging. Denn dann, das ist ja auch... ihr da draußen habt das jetzt schon öfter gehört, aber ich singe Volkslieder, ja, die 500 Jahre alt sind und älter. Und in diesen Liedern wird ja sozusagen die Seele eines Volkes sozusagen transportiert. Alle Völker dieser Erde haben Lieder, die sie pflegen. Und nur bei uns wurden sie quasi ausradiert, beziehungsweise nur auf ein kleines Stückchen, ja, den darf mal ein bisschen, und dann machen wir ein paar Volksmusik, aber die alten Volkslieder, nee, das ist Nazi. Ne? Also auch das, ja, dass Robo gesungen hat und dass dieses Singen eben doch jenseits des Verstandes und der Argumente seine Wirkung hat. Steckt so viel Liebe in den Volksliedern. Meine Oma, die hat eben auch, sie war mit Leib und Seele war sie Volkstänzerin und hat es mit ihren Hortkindern hat sie eine Volkstanzgruppe gemacht und hat viel immer die aber nicht Volksmusik, sondern wirklich Volkslieder. Und dazu die Tänze, die früher auf dem Mainplatz oder auf dem Dorfanger getanzt wurden, so Rheintänze und so. Das hat sie mit den Kindern noch gemacht. Und dadurch habe ich einen ganzen großen inneren Schatz an Volksliedern auch für mich. Also oftmals singe ich die dann auch einfach. Oder gerade jetzt, wenn der Frühling kommt oder der Sommer, dann kommen so bestimmte Lieder immer wieder hoch, die wir dann immer auch hier zusammen gesungen haben. Und Singen ist Medizin und so heilsam für die Seele. Und gerade wenn man dann die alten Volkslieder singt, wirklich einen alten Volkslieder, das ist wirklich, da ist eine Kraft drin. Der Robo, der hat diese Kraft des Singens, der hat eben diese Gabe, auch die Geräusche zu hören, den Wald zu hören, und das nimmt er dann rein. Also ist ja dann nachher auch zum Schluss, wo er dann in sein Gebiet kommt, wie er diesen Angstschatten damit ja auch überwindet, also mit diesen Liedern. Und das
ja, das ist vielleicht wirklich ein Teil, ein bisschen ein Stück weit auch von mir, weil meine Oma hat immer gesagt, wenn du Angst hast, singe. Fang einfach an zu singen. Wer singt, hat keine Angst. Genau. Deswegen war ja letztes Jahr oder auch noch immer Singen verboten. Das gemeinsame Singen noch ja. Nach der Beerdigung. Also noch in diesem Jahr, als ich meinen Bruder mit beerdigt habe, nur die Sänger da vorne, die durften singen. Also gemeinsames Singen, da kann man keine Angst haben. Mhm. Genau. Deswegen waren sie verboten, damit wir, also das Singen verboten, damit wir schön in unsere Angst reinkommen. Ja. Und mit Angst wird manipuliert. Mhm. Ja, also ich habe so diese Bilder von sozusagen Revitalisierung, Verlebendigung, Wiederverlebendigung der Landschaft, der Wurzeln durch den Gesang. Mhm. Durch den Gesang dieses kleinen Wesens, des Robusten mit seinem Eichel, die schon gekeimt war im Rucksack. Mhm. Also ich wünsche diesem Buch eine wirklich große, große Verbreitung. Und machst du es? Ansonsten stelle ich mich gerne zur Verfügung, es vorzulesen, weil es eine wundervolle Geschichte. Und Anna-Maria, ich danke dir vielmals, dass du uns da ein Stück an der Entstehungsgeschichte teilhaben liest. Und wie gesagt, ich wünsche dem Buch große, große Verbreitung. Und ja. Hoffen wir, dass das viele Menschen so lesen können. Das ist ein so großer innerer Wunsch auch von den Augen. Sondern auch für große Kinder. Jawohl. Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank und liebe Grüße nach Griesheim. Ne? Wie das? Der Griesheimer See. Greifensee. Greifensee. Dankeschön. Liebe Grüße aus dem großen Kanton, wie man sagt. Ja, genau. Das ist der große Kanton, ja. Ja, vielen Dank, Anna-Maria Olbricht. So. Danke. Ade. Lieben, dieses Buch fände ich schön, wenn es in jeder Stadtbibliothek oder Grundschulbibliothek vorhanden wäre, weil es unsere Herzen anrührt und in dieser Geschichte so viel Mut und Zuversicht und vor allen Dingen Ermunterung, dass es auf jeden Einzelnen von uns ankommt. In diesem Sinne freue ich mich, wenn ihr wieder dabei seid bei Neue Horizonte TV und sage Tschüss.